Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vanguard auf Fronts Kanal. Und ja, ich würde mich mal wieder mute und wir schauen zusammen diesen Abspann bzw. die Filmsequenz weiter. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben. Aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Wir können nicht auf den Schwachkopf zählen. Bringt mir die Frau. Sie geht nirgendwo hin, Mann. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich weiß nicht. Was nein, ist Joste Moschisch. Jedes Mitglied dieses Teams war bereits ein Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landeten. Aber zu sagen, sie seien nur starke Persönlichkeiten, wäre eine riesige Untertreibung. Insbesondere, was Petrova anging. Papascha, wo ist meine... Schon wieder? Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Umsonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Pastoi. Brenne nicht so aufs Kämpfen. Ruhm ist völlig wertlos, wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Mehr habe ich nicht. Diego Napomini. Hey, sei nett. Ich bin immer nett. Misha, Was hast du da drin? Leere Flaschen? Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Ist es klug, Sprengstoff an Zivilisten zu verteilen? Papaschka, du sagst dich zu viel. So, dadurch, dass die Filmsequenz jetzt zu Ende ist, bin ich dabei. Schaut, was jetzt kommt. Autsch, Zezrucha, du verletzt mich. Das tust du schon ganz alleine. Ljubjetschka. Kozjel. Genug, ihr zwei. Wir sind schon spät dran. Setzen! Na also, ist das nicht nett? Ein echtes Familienfrühstück. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Also, die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug! Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein... Wenn die Dublutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nie. Blin, ich bin später an die Button. Misha, deine Kiste. Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Ich bringe ihn dir auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Spasiba, Vater.
Ja, dann schauen wir mal, wo das Sanitätszelt ist, beziehungsweise was es hier alles zu entdecken gibt. Niemals. Ist bequem genug für mich. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du warst ein Naturtalent. Ich vermisse deine Musik. Misha und ich sind so klein auf dem Foto. Fotos. Als wäre es gestern gewesen. So viele Medaillen, Vater. Deine Mutter bestand darauf, dass wir sie zur Schau stellen. Dann gehen wir mal zu Micha. Pass auf dich auf! Beziehungsweise Misha, wie er ausgesprochen wird. Okay, ja, danke. Nicht. Partisanen, die ich ausbilde, werden sie völlig zermalmen. Sehr gut. Von dir. Paulina, willst du deinen Bruder aus Schwierigkeiten raus? Unmöglich. Hey, warum konnte ich sie jetzt nicht geben? Ah, irgendwas riecht hier aber lecker. Oh, Paulina, ich habe einen Leib für dich bereitgelegt. Spasiba. Gern geschehen. Dein Vater hat mich nach Borodinski gefragt. Natürlich. Ich komme später vorbei, um es zu holen. Pass auf dich auf, Paulina. Ja, weiter geht's. Was vergessen? Wenn ich dich nicht hätte. Stimmt. Ich komme schon. Ich sollte dich begleiten. Solltest du wohl. Ich kann's besser als jeder dieser Hunde von der Roten Armee. Sprich nicht so laut. Du willst dir keine Feinde machen. Na gut. Nur tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Das könnte ich überhaupt nicht. Du schießt so viel besser als ich. Tja, schade, dass wir nicht tauschen können. Mir würde diese Uniform stehen. Versuch vom Bombenbasteln zurückzukommen. An einem Stück oder in Stücken. Ich bin ziemlich gut darin, Leute zusammenzuflicken. Jawohl. Wegen dir bin ich wieder spät dran. Ich muss über die Dächer. Du bringst dich noch um, wenn du da oben rumkletterst. Dann kannst du sagen, hab's dir ja gesagt. Und jetzt geh. Ach, ich geh ja schon. So, also wir müssen jetzt klettern. Klettern machen wir das mal. Ah, darüber. Guten Morgen. Guten Morgen, Paulina. Wie geht's deinem Vater? Dem Bein geht's besser, danke. Hast du es schon gehört? Okay. Keine Sorge. Die Rote Armee macht das schon. Naja, pass auf dich auf. Okay. Warum? Warum muss ich jetzt hier hochklettern und dann am Ende der Wand wieder runter zu klettern? Ich verstehe den Sinn und Zweck noch nicht ganz. Hoppla. Ich glaube, das war zu tief. Umwege gehen. Die Stabsärztin wird dir deine Aufgaben zuweisen. Sie ist auf der anderen Seite des Lasters. Metzestra Petrova, wir brauchen Sie im ersten Zelt. Da müssen viele zusammengehen. Helfen Sie den anderen. Oh Gott. Oh, Bombe. Ah!
Jawohl, ja. Natürlich wird auch bei einem Bombenangriff auf die Dächer gehen. Übrigens sind dahin was verstanden. Falls ja, können wir mir denn diese mal erklären. Da hatten wir noch mal kurzzeitig Glück. Oder auch nicht. Du hilfst dem Land mehr als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Worauf wartest du noch? Und da soll ich rein. Sag das doch. Jetzt einfach den Soldaten da umlegen. Paulina, was hast du getan? Du musst Stalingrad verlassen. Sofort. Oberst Steiner, wir haben da oben Verbrechergesindel gefunden. Alles voller Waffen. Okay. Schweine, ich bring euch alle um! Papa! Das war ein Fehler, alter Mann! Lass mich los!
Ne, nimm's Kart und drück's in den Kart. Ich muss runterkommen. Oh Mann. Meine kleine Nachtigall. Ich hätte hier sein sollen, Papascha. Ihr passt gut aufeinander auf. Thank you.
Wo jetzt noch? Ich glaube, sie sind tot. Kannst du uns jetzt befreien? Sestrenka, das war unglaublich. Wir gehen. Jetzt. Gespoit, ich hatte solche Angst, dass du... Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Kümmert dich um die anderen. Paulina? Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Misha. Nein. Misha. Nein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Dann würde ich mal sagen, beziehungsweise wir schauen das noch zu Ende. Ja. Richtig. Okay. Gehen wir. Gut, dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen.